Ein fröhliches Hallo hier aus der Evangelischen Kirche in Oberweidbach. Heute ist die Kirchenvorstandswahl in unserer Landeskirche und ich will hier heute um Gottes Segen bitten. Herr, wir bitten, komm und segne uns. Lege auf uns deinen Frieden. Segnend halte Hände über uns, rühre uns an mit deiner Kraft. Das ist ein Gebet, das ist eine Bitte, das ist der Vers aus einem Lied in unserem Gesangbuch Nummer 590 und das ist heute hier mein Anliegen. Herr, wir bitten, komm und segne uns. Lege auf uns deinen Frieden. Segnend halte Hände über uns. Rühr uns an mit deiner Kraft. Das bitte ich für mich. Das bitte ich für meine Familie, das bitte ich für unsere Kirchengemeinde. Herr, wir bitten, komm und segne uns, den aktuellen Kirchenvorstand, die Kirchenvorstandswahl, den neuen Kirchenvorstand, segne unsere Kirchengemeinde und die Nachbarkirchengemeinden, segne deine Kirchen, alle Gemeinden. Herr, wir bitten, komm und segne uns. Lege auf uns deinen Frieden, segnend halte Hände über uns, rühr uns an mit deiner Kraft. So geht der Vers im Kirchenlied. Eine Kirchengemeinde, ein Mensch, der gesegnet ist, der bekommt Gutes und Glücksmomente, ist beschenkt und dankbar, ist nicht allein und wird verstanden. Der Mensch ist gesegnet, geschützt, gestärkt und er erfährt Heilung. Dieser Mensch entwickelt sich und wächst. Er sieht das Glas als halb voll und blickt positiv realistisch auf morgen. Gesegnet. Da sind Gedanken und Kraft, Dinge zu tun. Diesem Menschen gelingen Dinge. Er bekommt Aufmerksamkeit und Anerkennung und wird ermutigt. Herr, wir bitten, komm und segne uns. Lege auf uns deinen Frieden. Segnend halte Hände über uns. Rühr uns an mit deiner Kraft. Dieser Segen kommt oft von Menschen und in letzter Konsequenz kommt er von Gott, dem Schöpfer, daher diese Bitte, daher dieses Gebet. Und ich bitte Gott, segne mich, die Familie, die Kirchengemeinde, den alten und den neuen Kirchenvorstand. Herr, wir bitten, komm und segne uns. Darum bitte ich gerade heute. Amen. Ein Segenswort für dich. Gott segne dich. Gott schenke dir Frieden. Er halte seine Hände segnend über dir. So segne dich Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.